Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Quizduell Wintercup. Siebter Spieltag, Teil 2 steht an und ihr seht hier am Datum schon, wir sind hinten dran mit der Zeit. Heute haben wir unter anderem noch Kunst und Kultur gegen Medien und Unterhaltung in Gruppe C und in Gruppe A noch folgende Partien: Körper und Geist gegen Kinofilme, Essen und Trinken gegen Macht und Geld und Draußen im Grünen gegen Wunder der Technik. Ich würde sagen, wir starten rein mit Kunst und Kultur. Und da sind wir jetzt auch schon angekommen, gegen den Schneeengel geht es jetzt. Naja, Schnee haben wir hier noch nicht draußen, aber kommt hoffentlich bald mal. Genau, Kunst und Kultur. Mal schauen, wie es da weitergeht für Kunst und Kultur, die haben ja bereits 11 Punkte. An welchen Dichtern ist Ludwig van Beethovens Sinfonie Nummer 9 angelehnt? Johann Wolfgang von Goethe, nein, Friedrich Schiller wäre richtig gewesen. Wie heißt der Sohn des Aeneas aus Vergils Hauptwerk Aeneas, das einen Gründungsmythos des römischen Reiches erzählt? Achilles vielleicht? Nein. Es war Ascanius. Noch nie davon irgendwas mitbekommen. Wie heißt der berühmte Wiener Architekt Wagner mit Vornamen? Otto Wagner war das. Ja, also für Kunst und Kultur sieht es jetzt nicht so gut aus. Irgendwie die ganzen erstgenannten Kategorien hier in Gruppe C haben alle drei Fragen falsch. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Endlich kommt mal Medienunterhaltung zur Auswahl dran. Es kam wirklich jetzt gerade alles dran in ca. 20 Spiele, die ich jetzt angefangen habe. Außer alles, außer Medienunterhaltung. Aber jetzt endlich mal. Welcher der folgenden Comedians gehörte zur Stammbesetzung der Sendung 7 Tage, 7 Köpfe? Das war Mike Krüger. Wie oft war Elizabeth Taylor verheiratet? 4-mal? Nein, 8-mal. 8-mal ist schon viel. Und mit welcher Sängerin und Raffinistin ist Schauspieler Andy Samberg verheiratet? Joanna Newsom. Immerhin noch diese Frage richtig und die 3 Punkte für Medienunterhaltung. Und somit gibt es einen kleinen Zweikampf zwischen Hund um die Welt und Medienunterhaltung um den 3. Platz. Im Hinspiel gab es für Kinofilme den bisher einzigen Punkt gegen Körper und Geist. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Wir drehen das Duell jetzt um. Welchen Beruf hat Jodie Forsters Charakter im Film Das Schweigen der Lämmer? Journalist, vielleicht ein FBI-Agent. Wer spielte die weibliche Hauptrolle in der Verfilmung des Musicals Cabaret? Das war Lisa Minnelli. Für die Musik zu welchem Film gewann Ennio Morricone seinen bisher einzigen Oscar? Das war The Hateful Eight und somit immerhin eine Frage richtig bei Kinofilmen. Mal schauen, wie es jetzt für Körper und Geist läuft im Duell gegen Kinofilmen. Sieg wäre auf jeden Fall wichtig, um noch die Chance auf Platz 3 zu haben. Genau, mal schauen, wie es läuft. Welchen Wirkstoff enthalten Schmerzmittel wie Aspirin, Magnezil oder Trio? Paracetamol, nein, Acetyla, keine Ahnung, Säure. Namen kann ich nicht aussprechen. Was ist das griechische Wort für Leber? Hepa, das stimmt, somit ein Punkt schon mal sicher. Und was ist ein anderes Wort für apallisches Syndrom? Wachkummer, und auch das stimmt, 3 Punkte für Körper und Geist. Das Hinspiel konnte Essen und Trinken knapp mit 2:1 gegen Macht und Geld gewinnen. Mal schauen, wie es jetzt so aussieht. Welche Farbe hat der Schimmel von Camembert und Brie? Blau, nein, weiß. Und was ist ein Perkulator? Habe ich noch nie gehört. Vielleicht eine Brotbackmaschine? Nein, es ist eine Kaffeemaschine. Was wird im Hunsrück und in der Pfalz als Krummbeere bezeichnet? Vielleicht die Birne? Nein, es ist die Kartoffel. Also Essen und Trinken lief nur selten so schlecht wie gerade. Somit jetzt die Chance für Macht und Geld. Chance auf jeden Fall für Macht und Geld. 3 wichtige Punkte im Kampf, um Platz 3 einzufahren. Die Kfz-Kennzeichen welcher Fahrzeuge haben in Deutschland in der Regel eine 0 anstelle des Ortkürzels? Fahrzeuge von Diplomaten, und das ist richtig. Die 3 Punkte gehen an Macht und Geld.
Wie heißt nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung gemessen an der Marktkapitalisierung? Dogecoin ist falsch, Etherhoim wäre richtig gewesen. Und wie lautet der Spitzname von Margaret Thatcher, der ersten Premierministerin des Vereinigten Königreiches? Spinning Jenny ist falsch, die Iron Lady wäre richtig gewesen. Knappes 1:0, das reicht aber für die 3 Punkte. Und wir haben noch Wunder der Technik gegen draußen im Grünen. Hinspiel gewann Wunder der Technik tatsächlich mit 2:0. Mal schauen, ob ihnen Ähnliches gelingen kann jetzt auswärts. Die Partie haben wir wieder mal gedreht. Was ist keine Fahrradmarke? DBS? Nein, Gary Moore. Ich habe von diesen 4 Marken noch überhaupt nichts gehört. Welchen Modellnamen hatte das erste Nokia-Handy mit einem Farbdisplay? Auch da kann ich nur raten. Und es war knapp daneben. China Mobile ist der Netzanbieter mit den meisten Kunden weltweit. Welcher Netzanbieter belegt Platz 2? Vodafone Group ist die richtige Antwort. Immerhin dann eine Frage korrekt beantwortet. Mal schauen, wie es bei draußen im Grünen so läuft. Draußen im Grünen könnte jetzt den zweiten Platz so richtig festmachen mit 2 richtigen Antworten. Wie werden die Reifeneier weiblicher Fische genannt? Leichen, nein, Rogen. Wie lautet ein anderer Name für die Königskrabbe? Kamtschatka-Krabbe ist die richtige Antwort, somit 1 Punkt sicher. Und wie nennt man das Nest von Greifvögeln? Das ist der Horst und somit, ja, die 3 Punkte für draußen im Grünen sind somit 15 Points. Tabellen gibt es jetzt also nochmal im Überblick. 3 Spieltage stehen noch aus und was schon mal klar ist, im Viertelfinale stehen kann nicht mehr Kinofilme. Die haben ja verloren gegen Körpergeist mit 2:1 knapp. Wenn sie gewonnen hätten, hätten sie noch eine theoretische Chance gehabt, aber auch da mehr schwierig geworden. 1 Punkt nach 7 Spieltagen, das ist wirklich, ja, überhaupt nicht gut, also richtig schlecht, um genau zu sein. Schon 7 Punkte Rückstand auf Platz 5, dort liegt Körper und Geist mit 8 Punkten. Genauso, da gibt es einen Dreikampf um den 3. Platz zwischen Wunder der Technik, Macht und Geld und Körper und Geist. Das ist noch alles offen. Und so ein Zweikampf zwischen, ja, Platz 1 und Platz 2 um den 1. Platz zwischen Essen und Trinken mit 16 Punkten und draußen im Kühn mit 15 Punkten. Da gibt es nämlich das direkte Duell dann noch am 10. Spieltag. Also das könnte da noch ziemlich interessant werden, also der Kampf um Platz 3 und der Kampf um Platz 1. Genau, dann Gruppe B, auch da ist noch ziemlich viel offen, da kann noch alles passieren. Ich glaube, in der Legion ist noch nicht sicher durch, die können auch noch auf den 4. Platz abrutschen, also da kann noch sehr viel passieren, auch Zeugen der Zeit und Musik und Hits könnten noch auf den 3. Platz kommen und somit ins Viertelfinale einziehen. Genau, in Gruppe C, Sport und Freizeit, 15 Punkte, für die sieht es gut aus. Ja, Kunst und Kultur. Durch die Niederlage jetzt gegen Medienunterhaltung wird es nochmal ein bisschen eng, wird es nochmal ein bisschen spannend. Rund um die Welt und Medienunterhaltung sind dahinter, da kommen ja wahrscheinlich nur die ersten beiden weiter. Obwohl es jetzt auch wieder ziemlich ausgeglichen aussieht tatsächlich. Nur 1 Punkt mehr Rückstand. Also es wird definitiv interessant, welche 2 Gruppen Dritten da noch weiterkommen. Comics mit 6 Punkten müssten auf jeden Fall am nächsten Spieltag dann gewinnen gegen Hund um die Welt, um dann noch eine Chance zu haben. Und im Labor, für die sieht es schon schwer aus. Sie müssten wirklich alle 3 Duelle noch gewinnen. Das wäre gegen Kunst und Kultur, gegen Medien und Haltung und gegen Comics. Also die schweren beiden haben sie eh schon weg. Also mal schauen. Ist auf jeden Fall noch einiges, ja, noch einiges möglich, würde ich mal sagen. Und somit war es jetzt auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.